Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, ich habe euch letztes Mal versprochen, wir machen dieses Mal was zu Final. Final ist ein unglaublich vielseitiges Wort und es kommt wirklich darauf an, wo man das Ganze benutzt. Und ja, eine Methode oder eine Anwendung von Final habt ihr hier schon kennengelernt, nämlich das Überschreiben von Methoden. Eine Final-Methode kann nicht überschrieben werden. Das heißt, wir wissen, dass dieses Foo hier, was wir hier oben aufrufen, ist jetzt egal, was das ist, das habe ich euch in den letzten Videos erzählt. Wenn diese Methode final ist, wissen wir, dass es die hier aufgerufen wird, egal was für ein Objekt wir haben, und wir dürfen es hier nicht überschreiben. Das ist einfach so. Also final Methoden werden nicht überschrieben. So, das wäre die eine Anwendung davon. Jetzt können wir aber auch irgendwelche Variablen final machen. Mal gucken, was das für eine Wirkung hat. Ich mache das final hier wieder raus, wenn mich der Error stört. So, ihr merkt, final Integer können durchaus übernommen werden. Also wir haben ja hier unten ein Int i in der Unterklasse und hier oben haben wir ein Final Int i in der Superklasse. Ja, Final bedeutet in dem Fall nicht, dass es nicht überschrieben werden darf oder nicht, keine Ahnung was. Ja, doch eigentlich nicht, dass es nicht überschrieben werden darf, aber in einem anderen Sinn. Wir dürfen diesem i hier nirgends mehr einen anderen Wert zuweisen. Das heißt, ich darf hier nicht schreiben i gleich 20. Da kriege ich nämlich den Fehler. I ist final und ich kann zu final oder final Variablen kann ich nicht überschreiben. Gut, jetzt was passiert, wenn ich hier keinen Wert zuweise? Naja, dann passiert Folgendes. Wir kriegen hier einen Error, weil ich i nicht überschreiben darf. Wir kriegen hier einen Error, weil ich Blank Field i nicht initialisiert habe und hier natürlich denselben Fehler. So, das bedeutet, wenn ich hier i nicht zuweise, aber es ist final, dann kann ich genau ein einziges Mal zuweisen. Und dieses eine einzige Mal muss im Konstruktor sein. Das heißt, wenn ich das hier, upsala, doch nicht da oben, wenn ich das hier herpacke, dann ist es schon mal gut. Wenn ich es hier reinpacke, keine Ahnung, dann mache ich hier 15 draus, dann kriege ich keine Fehler mehr. Dann ist der Fehler hier weg. Ja, hier habe ich jetzt natürlich nicht this.i, sondern dieses i hier oben überschrieben. So. So gehen die Fehler dann natürlich wieder weg. Das heißt, wir können es einmal zuweisen und dieses eine Mal muss im Konstruktor sein. Das kann auch nicht mal, weiß gar nicht, ob es da drin sein kann. Das müsste ich mal kurz nachgucken. Das habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Ja, wenn man es im Instance Initializer macht, dann geht es auch. Das heißt, diese Variable kann ich einmal überschreiben, nämlich im Instance Initializer oder im Konstruktor und danach ist Feierabend. Danach geht gar nichts mehr. So. Ja, das wäre die eine Anwendung von Final. Was man jetzt auch noch machen kann, ist Folgendes. Ich sage hier jetzt einfach mal wieder, upsala, da wollte ich eigentlich gar nichts machen. So, ich sage hier, ich weise wieder den Wert 15 zu und dann haben wir hier einfach ein Final Int, ist okay. Macht eigentlich nichts. Wir können die ganze Klasse Final machen. Und dazu sagen wir Public Final. So. Class. So. Dann passiert hier erstmal Folgendes. Wir kriegen einen Error. Warum kriegen wir einen Error? Naja, the type sub cannot subclass the final class super. Das bedeutet, ich kann von dieser Klasse nicht erben. Das heißt, ich kann keine Unterklasse davon erstellen, weil ich nichts überschreiben darf. Also keinerlei Methoden, gar nichts. Ich darf überhaupt nichts überschreiben. Das heißt, ich darf auch nicht davon erben. Also generell extends super geht dann einfach nicht mehr. Das passiert mit einer Final Class. Also das ist quasi die unterste Klasse, die man sich vorstellen kann. Der witzigste Witz ist dann immer noch Final Abstract Class. Das macht dann natürlich relativ wenig Sinn. Ach, das gibt sogar mittlerweile einen Fehler. Schade, das war immer so witzig. Okay, also man sagt Final, das heißt, ich kann nicht davon erben. Man sagt Abstract, das heißt, ich kann es so instanziieren, wenn ich davon erbe. Das ist dann natürlich ein bisschen schwachsinnig. Ja, gut, ich mache das Final hier auch mal wieder raus, sonst geht die Subklasse hier nicht mehr. Das wäre die zweite Anwendung von Final, aber die ist relativ selten. Also ich meine, String ist zum Beispiel Final, denn oder Integer ist zum Beispiel Final, also die großgeschriebene Klasse Integer ist Final, denn von der Klasse möchte man ja nicht unbedingt erben, beziehungsweise Java möchte nicht, dass wir davon erben, weil wenn wir davon erben könnten, könnten wir die interne Darstellung kaputt machen und dann ginge zum Beispiel sowas nicht mehr. Integer i gleich 5. Was wir durchaus machen können, ist eigentlich, ist es ja ein Int, so theoretisch. Aber
durch diese Sonderstellung dieser Klasse Integer können wir das auch so zuweisen und wir können auch einem Int dann wieder Int z gleich i zuweisen. Das heißt, da gibt es automatisch quasi eine Get-Methode oder sowas. Das sind quasi fast primäre Datentypen, aber die haben noch eine Methode dahinter. Und wenn wir daran irgendwie rumfuschen würden, dann gäbe es da furchtbares Chaos in der Java Virtual Machine und was Gott wo noch überall. Deswegen zum Beispiel solche Klassen kann man nicht extenden, auch String kann man nicht extenden, was irgendwie schade wäre. Man verliert da ein bisschen was an Freiheit, aber man stellt dadurch sicher, dass da irgendwie niemand dran rumfuscht. Okay, ja, zur nicht initialisierten Variablen habe ich euch ja auch gerade schon gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze geht natürlich auch für Static Variablen. Das heißt, ich kann Static int j gleich, halt ohne gleich, Static int j. So, jetzt kriege ich natürlich hier keinen Fehler, denn ich habe keine Möglichkeit, es im Konstruktor aufzurufen. Denn Static Variablen im Konstruktor machen keinen Sinn. Oh, das J sieht schön aus. Das ist eine andere Schriftart. Sieht geil aus. Okay, was man für solche Variablen braucht, ist ein Static Block. Und da werden wir wieder bei dem Static Initializer. Die müssen in diesem Static Initializer initialisiert werden, sonst sind sie einfach immer 0 und können nicht geändert werden, außer direkt hier vorne dran. Wie ich euch schon gesagt habe, ist das vorne dran quasi ein Static Initializer. Also hier 10. Das ist quasi ein Static Initializer, geht hier unten drunter trotzdem. Ups, ich habe es nicht final gemacht. Macht natürlich wenig Sinn. Ich kann sie genau einmal überschreiben, danach nicht mehr. Und ja, das kann ich entweder im Static-Block hier machen oder direkt bei Zuweisung. Normalerweise macht man es bei Zuweisung, denn wenn man es eh direkt machen muss, ja, können wir das natürlich hier auch machen. So, ja, jetzt kriegen wir natürlich den Error. Gut. Okay, so wie dann zu Statics. Und ja. Jetzt noch zu Parametern. Parameter können auch final sein. Deswegen public void buts. Ihr kennt vielleicht foo und buts. Ja. So, wir haben jetzt hier eine Arrayliste aus, keine Ahnung, Strings. Und die nennen wir Strings. So, und jetzt können wir hier Folgendes damit machen. Wir können theoretisch sagen, wir kreieren uns in dieser foo-Methode eine Arrayliste an Strings und die nennen wir s gleich new Arraylist Semikolon. So, und dann rufen wir buts auf über s. Achtung, wir weisen nirgendwo irgendwas zu, ja? Und dann sagen wir hier get 0 und geben das aus. So, jetzt müsstet ihr eigentlich schon schreien, von wegen, das gibt jetzt einen Fehler. Weil wir haben hier kein nulltes Element, weil wir haben sie ja hier nur erstellt und danach buts drauf aufgerufen. Mehr haben wir nicht gemacht. Wir können jetzt allerdings hier in dieser buts-Methode Folgendes machen: Strings.add und dann sagen wir hier in buts hinzugefügt. Und jetzt geben wir das ja aber nirgends zurück. Das ist ja eine Void. Wir weisen hier auch nichts zu. Nee, wir arbeiten direkt auf diesem Array weiter. Das funktioniert bei allen nicht-primitiven Datentypen, sprich bei allem außer Int, Bool und so weiter und so fort. String an sich ist ein bisschen eigen. Da müsst ihr vorsichtig sein. Aber wenn ich das jetzt hier aufrufe, dann habe ich natürlich hier ach so, ja klar, natürlich. Wir haben sie ja überschrieben hier. Ich vergesse es die ganze Zeit. Ja, dann lasst uns mal Final machen. Wir wissen jetzt warum. Oder lasst uns direkt Private machen. Ich mag den Error nicht, denn dann können wir es nicht mehr ausführen. So, Private. Okay, jetzt wird die hier aufgerufen. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann sehen wir hier, wir haben, wenn wir in diese Methode gehen, tatsächlich etwas an Stelle 0 stehen. Ihr erinnert euch, wenn ich das hier jetzt rauslassen würde, dann würde ich einen Error kriegen. Nämlich eine Exception, dass wir auf Stelle 0 zugreifen wollen, aber es überhaupt keinen Eintrag gibt. Und wenn ich das jetzt hier reinmache, dann haben wir hier den String in buts hinzugefügt, tatsächlich in unserem Array drin. Das heißt, wir haben hier nichts zurückgegeben, aber wir haben trotzdem etwas drin, was wir hier hinzugefügt haben. Das bedeutet, wir haben
Wir haben hier tatsächlich auf der Referenz von diesem Objekt gearbeitet, ohne dass wir was zurückgeben. Wir haben die Eingabe quasi verändert. So, also wie wir gesehen haben, wir können jetzt hier irgendwelche Variablen noch hinzufügen in diesem String, die da eigentlich gar nicht so offiziell reingekommen sind. Das nennt sich Arbeiten auf der Referenz, habe ich ja schon gesagt. Genau, und zum Beispiel jetzt die Referenz steht auf 65, keine Ahnung, 43, was weiß ich. Und wir haben jetzt einfach an dieser Stelle gesagt, okay, an der Stelle hätten wir gerne, wir wissen, dass es eine Array-Liste ist und wir hängen da einfach noch diesen String hinten dran. So, ja, wenn wir jetzt dann hier diese Referenz zum Beispiel umbiegen oder sowas, wenn ich jetzt sage Strings gleich New ArrayList von Strings, ist ja egal, dann wissen wir, wenn wir das jetzt hier ausführen, so, dann funktioniert das Ganze immer noch, obwohl wir denken würden, okay, jetzt wird ja hier wird jetzt hier ein Error kommen, weil wir kein nulltes Element mehr haben. Stimmt nicht. Wir haben erst gesagt, wir fügen dieses Element hinzu. Und danach haben wir gesagt, okay, Strings zeigt jetzt hier auf eine andere Referenz. Und die ist jetzt von mir aus an 65, was hatten wir? An 65, 42 ist die jetzt. Von mir aus, mir egal. Und ja, diese Referenz hier wurde aber nur in dieser Methode buts geändert. Wenn wir jetzt hier zurückspringen, dann denkt sich die Methode foo immer noch, ah ja, es liegt ja auf 65,43. Das heißt, an 65,43 steht ja immer noch in buts, in a buts, upsala, in buts hinzugefügt. Was natürlich jetzt ganz normal ist. Also das heißt, wir haben hier kein Problem und wir haben immer noch diesen nullten String. So, ja, jetzt nochmal zu Final zurück. Das war jetzt einfach bloß ein Exkurs sozusagen, weil ich das euch auch noch unbedingt mal zeigen wollte. Final bedeutet jetzt bloß Folgendes. Wenn ich jetzt hier Final hinschreibe, dann bedeutet das das hier. Ich darf diese Variable nicht neu zuweisen. Ja, im Prinzip ist es alles bloß für die Lesbarkeit gedacht. Verändern tut es ja jetzt hier eh nichts, was wir gesehen haben. Also wenn ich hier dieses Final wieder wegmache, es funktioniert immer noch wunderbar. Verändern tut sich nichts, wenn ich das Final weglasse, aber so sehe ich wenigstens, dass es nichts verändert. Das heißt, einfach hinschreiben Final, dann merken wir gleich, oh, okay, hier darf ich gar nichts Neues zuweisen, ist okay. Ja, bei primitiven Datentypen verhält sich das Ganze ein bisschen anders, hat jetzt nichts mit Final aktuell gerade zu tun, ich möchte euch trotzdem kurz noch zeigen. Int i gleich, keine Ahnung, 6. Und ich packe hier i rein und ich gebe hier i aus und sage hier kommt ein int i rein. Und hier sage ich i++. So, jetzt würden wir ja denken, hier kommt 7 raus, nach dem, was wir gerade gelernt haben. Hier kommt aber 6 raus, wie wir sehen können. Das liegt daran, ja, primitive Datentypen werden nicht über Referenz angesprochen, sondern die werden tatsächlich kopiert. Das heißt, hier wird einfach in dieses Buts 6 reingegeben als Zahl tatsächlich, nicht als Objektadresse. Und hier kommt dann tatsächlich auch 6 als Zahl an. Und hier sagen wir einfach nur 6 plus plus, also 7. Mehr sagen wir hier gar nicht. Wir sagen, i ist 7. Das Problem ist jetzt bloß, wir haben hier 6 reingestopft und wir haben es hier nicht verändert. Das heißt, die Referenz ist immer noch, ja, wir geben hier quasi keine Referenz rüber. Wir arbeiten direkt auf dem Objekt selber. Und deswegen wird hier einfach nichts verändert. Ja, ich kann jetzt hier allerdings auch so Sachen machen wie i gleich 7 oder sowas. Und das funktioniert immer noch. Allerdings kann ich das ganze Ding hier auf Final machen. Dann funktioniert das natürlich hier wieder nicht. Aber ich kann immer noch Folgendes tun. Ich kann hier sagen int j gleich 5 zum Beispiel. Nicht 5, i. Entschuldigung, meinte ich doch. Ja, und dann kann ich mit j wieder weiterarbeiten, ohne dass ich irgendwie Schwierigkeiten kriege. Ist quasi einfach nochmal die Tatsache, dass wir es hier wirklich kopiert haben. Aber wirklich effektiv was ändern tut sich mit Final hier nicht unbedingt. Okay, gut. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und es hat euch auch wieder Spaß gemacht und ihr wisst jetzt, wie man alles mit Final umgehen kann. Ja, gibt relativ viele Anwendungsmöglichkeiten. Ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.